einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. So, dieses Wochenende ist es hammergeil. Gestern kam meine Tastatur, oh, die konnte ich nicht sehen. Gestern kam meine Tastatur und mein, was ist denn jetzt los? Bin ich wohl vom Netz getrennt paar hundert Mal. Oh Mann. Ah, scheiß Netz alles. Ich habe meine Tastatur bekommen. Hier kann ich wieder zu den Ruinen von Colette. Ah, hier muss ich hin, hier muss ich hin. Also, meine Tastatur habe ich endlich bekommen, plus meine Maus. So, also die sind richtig gut, das ist jetzt Funk alles. Und wer sagt, Funk ist scheiße, für mich ist es besser, weil ich bin gerade, also, ich zocke gerade von mein, ich zocke von, naja, ich habe mir das jetzt so eingestellt, dass ich das später automatisch auf mein Handy sehen kann. Und habe es so eingestellt, dass ich jetzt auf mein, dass ich jetzt vor der Glotze bin. Ja, vor der Glotze bin ich. Und zocke gerade dabei Star Wars The Old Republic. Oh oh. Wow. Na, zum Glück kriege ich jetzt mehr. Oh, oh, eine Truhe, eine Truhe. Nein, nein, nein. Du Penis, wo bist du? Ah. Keiner darf die Truhe bekommen, außer ich. Das sind meine Sachen. Ja, ich habe das jetzt so eingestellt. Oh. Lass mal meditieren. Da hinten eine Sicherheitsruhe. Ich brauche die Truhe. Going on. What's going on, du Penis? So. Weil heute damit XP vorhanden ist, könnte ich heute es noch schnell schaffen, auf Level 10 zu kommen. Weil ich kriege jetzt für je töten Mob das Doppelte. Oh, geil, was habe ich bekommen? Ja! Geile Schuhe! Endlich, was Richtiges. So. Zack. Könnte ich meinem Dings geben, meinen Gefährten, den ich bekommen werde. Scheiße, Genickbruch. Umgebracht. So. Los geht's. Weil ich muss jetzt noch hier Quest erledigen, hier Quest. Dahin, dahin, also viele Quests muss ich noch heute erledigen. Dafür doppelt XP. Seit gestern lief das schon. Aber weil ich immer freitags Battlefield. Erstmal sorry, dass kein Battlefield gekommen ist. Weil ich habe gestern aufgenommen. Aber dann hat es bei der Mission gehangen. Wo ich in die Stadt Teheran rein musste. Hat der Quest nicht gezeigt. Ich sollte noch eine Brücke sprengen. Hat er mir einfach nicht angezeigt. Ich dachte, hallo. Ne, da habe ich die Mission, da habe ich den Checkpoint neu gestartet. Um das gleiche und ich werde sehen, wenn das so ist, dann muss ich mal sehen, irgendwas ist mit Battlefield los, also die Kampagne, oder ich muss dann sehen, was ich machen muss. Sonst muss ich umändern. Das Umändern ist ja für mich kein Problem heutzutage. Weil man muss eigentlich als Let's Player muss man auch gutes Plan B haben. Ah, da hinten ist er noch. Ach, da ist Ansturm. Was habe ich denn hier? Nochmal Meditation. Machen wir gleich die ganzen Machtlinks weg. Padawan. Oh, das sieht richtig cool aus. Da ist 9. Zeig mal zusätzliche Befehle. Ja, Vermächtnisdinger. Nee. Imperialer. Hier richtig gut. Ja, da ich jetzt Level 7 bin, ändert sich bald. Es geht doch jetzt schon los. Jetzt werde ich hier noch ein paar killen. Oh man, wieder down. Mache ich jetzt eins. Dann wird er runtergesprungen, wäre es cool. Da tot. 300 sogar. So viel kriegt man auch heutzutage mehr. Ich könnte auch jetzt eins machen, noch so für so ein kostenloser für eine Stunde 25% kriege ich noch mal drauf, aber wird für mich nicht bringen. So 25% und ich kriege ja gleich das Doppelte, also 200. Ich kriege dann vielleicht 225 noch immer. Mir fehlen noch wie viel Quests, wie viel Punkte? Naja, mir fehlen noch 400 Punkte. Oh, guck mal. Ich muss auch hier schon wieder jemanden töten. Ne?
Und zack. Sag dich es nicht. Ach, bin ich. Yippie. Ach, endlich. Und ich will es heute noch schaffen, dass man nach Kalett kommt. Zur republikanischen Flotte. Er hat schon für mich vorgearbeitet. Und da ist meine Phase. Los. Rein. Hinweis nicht mal anzeigen, weil ich kenne das schon. Ja, ich habe bei meinem Kumpel mal das gespielt. So, immer schönes Schwert dabei haben. Ein bisschen diesen Macht-Dings-Effekt. Was war das? Machtbetäubung. Da, ich krieg noch genügend Dinge. Hier war der erste Rad. Dort unten. Bisschen näher. Scheiße, die stammen ja an. Das finde ich auch bescheuert. Ja, ich bin jetzt gerade so mit Rechtsklick zu drücken, weil durch Aura. Ja. Was ich denn jetzt bekommen? So war bloß ein Bug. Dort wurde allererste Rad. Also wäre ich hier unseren Rad. Ja, hier sind noch ein paar oben im Sehen. Ich will jetzt die ganzen EPs noch bekommen. Oh, das ist wieder ein Hirsch. Weil ich ja 8 bin. Der jetzt schon ist durch den Doppel-XP-Bonus. Die kommen ja immer manchmal am Wochenende oder eben oder zweimal im Monat immer. Zweimal im Monat war das, ich weiß jetzt nicht mehr. Meditieren. Los. Na komm, wie lange es dauert. Was für Punkte? Ich danke euch, glaube ich. Ich hole mir meine eigenen Siege. Das ist sehr großzügig von euch. Ich verstehe, ihr jagt für hohes Ansehen. Wie hoch ist eure Punktzahl? Eine wirklich seltsame Religion. Aber Jagdpunkte zu bekommen ist auch cool. Dann ist die Jagd also der Dienst an eurer Göttin, dieser Zählerin, und ihr erhöht dadurch euren Stand. Nichts, was ich entziffern kann. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Hilfe brauchen. Drängt mich nicht. Offenbar nicht. Habt ihr irgendwelche Ideen? Das könnte ein Ritual gewesen sein. Ich werde mir das ansehen. Knochen sind mir egal. Zumindest ist es ein Anfang. Irgendein Ritual. Oh, was ist denn das? Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Jedi. Uns ist schon ganz schlecht von diesem Fleischräubergestank. Wer seid ihr hier?
Sorry, wie seid ihr hierher gekommen? Ihr wart in Kalekori. Ist Nalen Raloch bei euch? Ich hatte gehofft, Nalen wiederzusehen. Wir haben noch etwas zu besprechen. Nalen sagte, er würde auf euch warten. Ihr habt wohl etwas, das er braucht. Er muss diese Quelle von Rachivari finden, damit er unser Dorf weiterhin verteidigen kann. Tut mir leid, ihr wart ehrlich zu uns. Aber ich muss diese erste Klinge an mich nehmen, die ihr in Kalett gefunden habt. Nalen braucht sie. Hört zu, Nalen ist wahnsinnig. Ich kann euch stattdessen Kredits anbieten. Ich behalte sie. Ich kann euch nicht geben, was ich gefunden habe. Aber lasst mich als Entschuldigung eine Spende an Kalekori machen. Richtig. Ihr habt diesen Holoprojektor zurückgebracht, oder? Davon hätten wir uns eine ganze Menge Medizin kaufen können. Hier. Das sollte euch entschädigen. Nalen hat viel über die Jedi erzählt. Aber vielleicht hat nicht alles davon gestimmt. Wir sollten das zurück ins Dorf bringen. Diese Klinge muss warten. Danke, Jedi. Ich glaube, ihr seid in Ordnung. So, was ist denn das jetzt? Hier, in dieser Höhle, diskutierten wir Gründer unsere Vision des Jedi-Ordens. Und ich, Rachivari, hörte zu. Ich hörte zu, als sie unseren neugeborenen Orden verstümmelten. Als sie für die Mittelmäßigkeit plädierten. Das ist nicht hinnehmbar. Ich habe Pläne geschmiedet. Mit meiner Armee aus Typhans wahren, dunklen Söhnen werde ich diesen Rat der Narren ausmerzen, während sie noch schwätzen. Dunkle Söhne? Das war sein Verrat. Das war sehr wagemutig. Rajivari plante, den noch jungen Hohen Rat der Jedi mit einer Art Armee zu ermorden. Nur meine Schüler und ich werden überleben. Von Kalett aus werden wir die Jedi zu dem machen, was sie verdient haben zu sein. Wenn das Heft der ersten Klinge zurückgebracht wird, hatten wir Erfolg. Und die Zukunft folgt dem Weg, den wir verlassen haben. Folgt mir, Suhunda. Folgt dem Weg zur Quelle von Rachivari. Es ist Zeit. Ich verstehe ein wenig. Meister Yuan sollte das hier sehen. Diese Unklarheit macht mich wahnsinnig. Bringen wir sie in den Jedi-Tempel. Meisterin Yuan kann uns bei der Auslegung helfen. Dunkle Söhne, also heißt es, der war Sif. Ach du Scheiße. Okay. Mache ich jetzt eins. Ich werde ins Dorf Kalekori gehen. Und dann weiß ich ja nicht, wie lange ich noch habe. Also Aufnahme meine ich. Was hier davor war, als ich hier so, so Anzeigen mit diesen Quests alles, das hatte ich schon immer. Ich habe eine höchstgelevelte, die ist jetzt auf Hoff, Level 41. Vorbeigerannt. Ich will noch sterben. Oh, noch ein paar EEP holen. Könnte da hinten noch was liegen? Nee. Der hat die vielleicht schon mitgenommen. Sicherheitskiste. Ja, jetzt sieht so das Interface bei mir aus. Sieht doch besser aus. So. Na, zum Glück können wir morgen noch immer aufnehmen. Also noch morgen eine Folge. So, weil hier, ich will noch die ganzen Quests erledigen, weil morgen ist noch das letzte Mal Doppel XP Wochenende. Das war's dann auch. Wo muss ich überall hin? Oh, ich laufe quer durch ein Feld. Ich kann mir doch Schaden holen. Naja, ich muss jetzt noch mal hier hin. Also eigentlich noch einmal zurück nach.
Oh Mann. Diese Wildkatzen. Ist ja auch nicht. Können mich gerne alle Akta. Ich hab keinen Schiss vor denen. Die sollen mich mal langsam angreifen, weil... Was soll ich machen? Nein, ich darf nicht sterben. Ach, da kommen sie ja. Oh, jetzt hat's kurz mal gehangen. Scheiße. Schnell Bug da nehmen. Weil das ist ja noch doof, weil eigentlich kann man ab so einer Levelquote nicht sterben. Man muss richtig leveln. Da, wie viele wollen mich heute noch angreifen? Ja, noch geschafft alles. Jetzt müssen wir nach Kalikori. Wir haben es jetzt 9. Ne, sag ich mal lieber nicht. Oh, was soll ich senken das jetzt? Alter. Oh, hab ich noch ein Stück zu laufen. Wieso senken das jetzt erstmal? Ich mache mal eine kleine Unterbrechung, bis gleich. So, da sind wir wieder. Oh. Alter, wieso hängt denn das jetzt? Ich mache mal kurz ein paar Grafikeinstellungen. Ihr könnt gerne mitgucken, wenn ihr wollt. Bruch, ich finde nicht raus. So, Einstellungen. Grafik. Ich habe ja schon mittlere. Jetzt läuft's wieder. Oh. Ist vielleicht manchmal, dass der Rechner überhitzt ist. Aber das geht eigentlich gar nicht bei so einem guten Rechner. Ich stelle die mal kurz anders um. Einstellungen. Hoch, 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 mittler. Machen wir mal kurz 95 an. So, da bin ich wieder. Also, es war jetzt irgendwie Grafikfehler. Grafik, da habe ich ein bisschen was runtergesteckt, weil es hängt irgendwie. Ich frage mich, wieso das hängt. Das darf der eigentlich gar nicht hängen mehr. Nee, aber jetzt, na, es war dann, wo ich eingestellt habe bei dieser Grafikdienstabums da, als mir erstmal alles bis nach runtergehaut, also schwarzes Loch kommt, also schwarzes Bild. Ach ja, ich wollte, da ist ja ein Quest. Ich habe die Statuen der Fleischräuber studiert. Hier sind meine Notizen. So, annehmen. Jetzt kriege ich neue Schuhe. Ja, eigentlich spielt das jetzt keine Rolle. Die sehen besser aus. So, wo jetzt hin? Ja, hier war ja noch jemand. War das da drin? Ja, da. Achso, ihren Sohn. Oh, hallo. Ihr seid ein Jedi, nicht? Mein Name ist Balea. Sehr erfreut. Ich will nicht unhöflich erscheinen, aber ich habe nicht viel Zeit. Meine Tochter ist schwer krank und seit dem Tod meines Mannes bin ich alles, was sie noch hat. Das war jetzt hier mit den Quests, wo man diese Manka Wildkatzenzähne holen sollten. Ich bin hier, um zu helfen. Ihr wisst es schon. Euer Glück, dass ich hier bin. Bei der Leiche eures Mannes fand ich eine Holo-Aufzeichnung.
Er sagte, dass diese Manka-Katzenzähne eurer Tochter helfen würden. Ihr habt diese Zähne für meine Tochter hergebracht? Oh, der Doktor braucht sie, um ihre Medizin herzustellen. Ich bin überwältigt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nicht der Rede wert. Ihr könntet dankbar sein. Sagt's nicht, bezahlt lieber. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ihr solltet dafür belohnt werden. Ja, es ist nur... Oh, Moment, ich weiß etwas. Ja, nehmt das hier. Das hat meinem Mann gehört und ihm gute Dienste geleistet. Da ihr nun meine Tochter gerettet habt, hoffe ich, dass es euch auch gut dienen wird. Vielen, vielen Dank. Ich muss sofort dem Doktor Bescheid sagen, damit er Rosas Medizin herstellen kann. War keine Rede wert. Oh, jetzt kriege ich noch was und jetzt muss ich auch verkaufen wieder. So, mal überlegen, wo muss ich hin? Da muss ich ja ins Dorf zurück. Also zum Jedi-Tempel meine ich. So, suche ich jetzt einen Händler, der mir was Gutes verkaufen kann. Hey, das sieht doch cool aus. Ach, das ist ein Jedi-6er. Der hat vielleicht heute begonnen alles. So, lass mal gucken. Ne, weg. Nein. Nee, bevor ich ein Dings nicht habe, also das heißt... Hier ist doch ein Jedi-Ausbilder. Ah, ist wieder weg. Ist manchmal so ein typischer Bug. So, jetzt habe ich mich nochmal aufgepusht, weil das Push-Zeichen war ja noch voll. So, los geht's. Jetzt müssen wir erstmal zu einem Jedi-Tempel. Um noch zwei Quests zu machen, weil dann ist dann auch schon die Zeit wieder um. Und Montag kommt. Da war was Blaues. Ich muss da mal hin. Montag wird wieder eine Battlefield-Folge rauskommen. Ja, da geht's aber um den Lauf dann da. Also die Mission Donnerlauf geht's da. Die hat gehangen komplett. Das war bloß der Stein. Oh. Ja, durch den kann man sich immer. Naja, komm, vielleicht wird der Ende das mal wieder kämpfen. Können wir keine machen, aber das Jedi-Gebäude sieht richtig cool aus. So. Ist das mit dem Quest da? Ja, Quest. Da. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Jut. Da ich es weiß jetzt. Oh, blau sieht auch cool aus. So wollte ich jetzt bloß gucken. Nee, ich werde erstmal jetzt neuer Rekrut. Ja. Ich sag manchmal was Falsches immer. Rekrut. Ja, müssen wir jetzt den Quest erstmal beenden. Warte mal. Avanti. Naja, Tyson ist ohne gute Welt. Ach da ist der. Das ist, glaube ich, das Typhon-System. Verzeiht mir, Jedi, doch ich habe momentan keine Zeit, Unterricht zu erteilen. Ich bin sehr beschäftigt mit den neuen Rekruten des Ordens. Wenn ihr aus einem anderen Grund hier seid, kann ich euch leider nicht helfen. Lasst mich kurz erklären. Erzählt mir von eurer Arbeit. Ich rekrutiere jemanden. Genau deshalb bin ich hier, Meister. Ich habe einen Fleischräuber getroffen, der ein Jedi werden will. Ein Fleischräuber? Ist das euer Ernst? Ich dachte, diese Kreaturen seien primitiv. Grausam und blutrüstig. Kaum geeignet für ein Dasein als Jedi. Wenn wir ihn nicht aufnehmen, stirbt jemand. Deshalb sollten wir ihm helfen. Das ist wahr. Wenn wir sie ändern wollen, müssen wir irgendwo anfangen. Es widerstrebt mir, Kandidaten anzunehmen, nur um eine Veränderung zu bewirken. Doch ich höre eure Worte und möchte eure Gedanken kennen. Angenommen, die Macht ist stark in diesem Rekruten. Glaubt ihr wirklich, dass man einen so gefährlichen Schüler unterrichten kann?
Vielleicht, sonst ist er eine Gefahr. Ihr hattet schon schwierige Schüler. Schließlich haben die Jedi auch mich ausgebildet, oder nicht? In der Tat, davon habe ich gehört. Nun gut, schickt euren Rekruten zum Tempel. Gebt ihm dieses Medaillon, damit die Wachleute ihm Einlass gewähren. Wenn er eintrifft, werde ich mit dem Rat sprechen. Wir werden tun, was wir können. Gut. Entzündet das Signalfeuer. Wo muss ich jetzt hin? Oh, wieder weit hin. Aber wir haben noch so. Ist mir jetzt egal. So. Nee. Ich will nicht raus. Ich muss noch von Meisterin New Empire. Muss ich jetzt noch zurück. So. Ah, die haben neu angefangen, weil 3 geht schnell. So. Weiter geht's. Meisterin Yuan, ich glaube, ich habe die Koordinaten der Quelle von Hajibari. Kaisen hat es erwähnt. Padawan, ich habe eben eine ziemlich verstörende Nachricht erhalten. Für dich von Nalin Raloch. Überleben. Meines, das meines Dorfes und eures Jedi. Interessant darüber nachzudenken. Ihr habt meine Leute zum Narren gehalten. Das macht. Es gibt andere Wege zur Quelle von Rajivari. Kommt ihr mir in die Quere, töte ich euch. Kannst du gerne machen. Ihm wirklich gefallen. Er will deinen Tod. Du musst wachsam sein. Das ist mir egal, den kill ich auf der Stelle. So, wir liegen bei diesem Rennen vorne. Ich will ihm helfen. Ich könnte ihn leicht besiegen. Es muss eine Möglichkeit geben, Nalin zu retten. Oder ihn zur Vernunft zu bringen, Meisterin. Er wird dir wohl keine Gelegenheit dazu geben. Du darfst dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Wir müssen immer noch die Quelle von Rajivari finden. Lass mich diese Koordinaten sehen, Padawan. Vielleicht bringt uns das voran. Ich glaube, ich verstehe die Karte. Ich fühle, dass wir nah dran sind. Wir müssen das andere beachten. Ich habe ähnliche Beschreibungen studiert. Und diese Koordinate stimmt mit alten Kartografien des östlichen Typhos-Grads überein. Das passt perfekt zur ersten Koordinate. Gut gemacht. Dann bleibt noch diese Koordinate. Wir können die Quelle von Rajivari nicht ohne sie triangulieren. Vielleicht ist es eine Felsformation. Tut das, wir sind nah dran. Soll ich mitkommen? Besser ihr als ich. Wenn wir zu zweit sind, dauert die Suche nur halb so lange. Schau, Padawan, im Code der Karte. Dort ist noch etwas verborgen. Eine Warnung? Die Quelle von Rajivari hat Mechanismen gegen Eindringlinge. Nur diejenigen, die Rajivaris Weg kennen, gelangen unversehrt hindurch, um sein Wissen zu erlangen. Also muss ich seinen Weg kennen. Es geht um Fallen. Damit komme ich klar. Rajivaris Philosophien führen irgendwie an diesen Mechanismen vorbei, die wahrscheinlich Fallen sind. Wir wissen, dass Khaled Rajivaris Festung war. Und bei Ausgrabungen wurden alte Computerterminals in Oberkalett gefunden. Diese Terminals könnten Antworten enthalten, wenn sie nicht alle mit Passwörtern geschützt wären. Vielleicht kann das Heft ja helfen. Aber haben wir Alternativen? Da stecken wir fest. Das Heft der ersten Klinge hat uns die Koordinaten zur Quelle von Rajivari verschafft. Es könnte auch diese Terminals entsperren. Natürlich! Diese Gravuren! Einige davon erinnern an Algorithmen. Geh nach Oberkalett und untersuche diese Terminals auf Hinweise. Ich warte hier auf Kaisen. Wir sind schon dicht dran, das weiß ich. So. So. Oh, jetzt haben wir eine neue Klinge bekommen. Aber die bringt auch nichts auf hier. Ein Ausdauer plus... Nee. Okay. Nach Oberkalett müssen wir also hier. Das heißt, wir nehmen jetzt den Kleider
fliegen dahin und müssen in der nächsten Folge Oberkalett, also die ganze Terminals hacken. So. Wenn jetzt nicht der hier mit den Kampfquest was will. Yep, Kampfquest. Den werde ich jetzt noch machen. Eure letzte Runde mit den Droiden war beeindruckend, aber wir haben Verhaltensmodifikationen vorgenommen, die euch vor eine echte Herausforderung stellen sollten. Raus da und zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. War klar. Ah. Oh Mann. Nee, ich werde jetzt noch zum Jedi-Training, also zum Dings gehen, um mich aufzumotzen. Ich helfe mal mit. Ist ja immer so ein... Da kämpft nicht immer. Ah, jetzt. Und das sitzt ja immer. Und jetzt helfen wir hier jeden mit. Und komm. Ja. Jetzt kann ich noch das eine Terminal aktivieren. Kämpfe gegen so ein... Für Druiden hol mit noch die neuen Dinger und dann war's das. Solche habe ich schon immer besiegt. Zack, kaputt. Jetzt hier hochklettern. Klettern macht Spaß. Yippie. Oh, ich bin so doof dafür. Da ist ja auch so. Naja. Habe ich eigentlich. Ja, Sprint habe ich ja an. Unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe noch mehr Tricks auf Lager. Kommt später nochmal vorbei. Oh, neues. Neues Armband. Und nein, sagte ich es nicht. So. Na, ist blöd, dass die Klinge des Botschafters. Weil die habe ich irgendwo gewonnen. Die habe ich bei einem Loot irgendwo bekommen. Wo lang muss ich jetzt? Ich muss erstmal sehen zum Machtraum. Das heißt, oh, jetzt packe ich. Wieso hat das nicht drei Etagen? Auch wegen dem Holocron da. So. Da. Da ist der Ausbilder. Es ist weise von euch, weiter nach Erleuchtung zu streben. Was habe ich denn jetzt hier? Möge die Macht mit euch sein. Ich kontrolliere es. Eine Machtwirksamkeit, die würde ich hier bei der Skillleiste reinmachen. Fähigkeitsleiste. So, weil jetzt war es das auch. Wir sind ja jetzt nicht 10 geworden. Weil sonst hätten wir jetzt schon überlegen können. Nimm mal Einhandwaffe oder Zweihandwaffe. Aber weil ich ja schon eine Schatten spiele, also es gibt Jedi Gelehrter und Jedi Schatten. Und Jedi Schatten ist bei den Botschaftern der Tank, der aber gleichzeitig auch mit zwei Lichtschwertern rumrennt. Also mit einem Doppellichtschwert. Und der Jedi Gelehrter, der kann mehr machen. Der kann so eine Kugel abwerfen, aber die macht Haufen Damage. Ja, ich glaube 50% Damage. Ich bin jetzt mal voll und laufe jetzt nicht, weil die IPs kriege ich ja nicht mehr. Oh, noch eine Quest. Du Zorn. Verweilt hier ruhig. Die Luft ist kalt und die Bergpfade sind gefährlich. Worte sind überflüssig, wenn die Macht mit uns ist.
Wer seid ihr? Bitte redet. Ihr seht, wie stark ich bin. Was macht ein Jedi hier draußen? Mein Name ist Dozon. Ich wache über Kalett und wandle auf den Wegen, die es umgeben. Ich meditiere über mein Versagen und lerne aus unserer Vergangenheit. Als Padawan kam ich nach Kalett. Hier berührte ich die Versuchung und die dunkle Seite. Nachdem ich einmal versagt habe, handle ich nun durch andere Jedi. Viele helfen mir, Wissen über Typhons Vergangenheit zu erlangen. Ein weises Vorgehen. Ich bitte euch meine Dienste an. Ihr seid eine traurige Gestalt. Vielleicht kann ich dabei behilflich sein. Euer Angebot ist gütig. Danke sehr. Meine Aufgabe ist schwierig, aber beruhigend. Ich sehe Kalett aus der Ferne, doch berühre ich es nie. Indem ich anderen vertraue, dorthin zu gehen, wohin ich selbst nicht gehen kann, erweitert sich mein Blick. Ich habe von einer geheimen Kammer in Oberkalett gehört, die wichtig für eine tythonianische Maschine ist. Ich will ihre Energie wiederherstellen. Die alten Schriften erzählen von einem Ort des Wissens und der Worte. Mehr weiß ich nicht. Doch die Maschine sollte niemanden in Gefahr bringen. Da sie ohne Energie war, hat die Kammer seit Jahrtausenden geschlafen. Doch es gibt noch funktionsfähige Droiden in den Ruinen. Mit ihren Energiezellen könntet ihr die Maschine speisen. Wenn es mir möglich ist, ja. Das klingt mir weit hergeholt. Das alles wegen einer geheimen Kammer. Das ist ein guter Vorschlag. Ich tue, was ich kann. Dann geht hin und pflegt den elektrischen Garten. Pflanzt die Samen der Droiden im Boden der Maschine ein. Gemeinsam werden wir die Geheimnisse der Typhonianer lüften. So, das heißt jetzt für mich den Schlussstrich. Damit beende ich die heutige Folge von Star Wars The Old Republic. Euer Wawa LP. Ciao.